jetzt kann es klingeln. Oh, ne, so schnell. Wer ist denn da? Hallo, ich bin der Tim. Tim? Nein, der Alexander Leibel. Entschuldigung, ich verwechsel meinen Namen schon. Ich wohne in der Eisenstraße 14 und ich hätte... Nein, stopp! Du darfst die Lösung nicht sagen. Ich bin der Tim. Nein, der Alexander. Ich bin 18. Nee, 8. Ich starte jetzt nochmal. Leute, nicht unter 18 anrufen, es ist verboten. 3, 2, 1, los geht's wieder. Wir spielen weiter. Oh, es ist anscheinend kinderleicht, die Leitung ganz, ganz schnell zu treffen. Hm? Mit 5 Leitungen soll's eigentlich klappen. Ja, tatsächlich. Wer ist denn da? Hallo, hier ist die Erika. Erika, und? Welche Lösung passt? Hast du noch was? Wie? Das Knie. Das Knie? Nein. Keine E's mehr verwenden. Vorsicht, Vorsicht. Das E hier an zweiter Stelle und das Doppel-E beim Klee macht das Knie falsch. Tut mir leid. Ich starte jetzt einfach nochmal und hoffe, irgendjemand kriegt's hin. Natürlich. 3, 2, 1 und es geht wieder los. Wer schafft's? Aber es ist ja auch ein Test. Es ist ein Test für die Profis, ob sie das hinbekommen. 20 Sekunden noch. Oh. Herzlich willkommen. Wer ist in der Leitung? Guten Abend, die Frau Möhler. Frau Möhler, wo kommen Sie her? Aus Nordenham. Und was haben Sie sich überlegt? Was passt denn noch? Es passt Chrom. Das Metall Chrom. Chrom? Jetzt muss ich Sie leider enttäuschen, weil ich glaube, das schreibt man anders. Wir schauen mal nach. Regie, oh. Mit CH, oder? Chrom. Chrom. Selbst nach der neuen Rechtschreibreform, gell? Ja, dann starte ich jetzt nochmal. Ich hoffe, Sie sind nicht zu traurig. 3, 2, 1, los geht's. Bitte überprüfen Sie die Rechtschreibung, falls Sie jetzt ein Wort nennen, bei dem Sie sich nicht so sicher sind. Ja, vielleicht war sie sich aber einfach sicher und... Ach, meine Güte, es ist mit CH geschrieben, das Chrom. Ja, das wird noch gehen, aber... Ja, aber Köln wäre ja sowieso falsch, wegen dem L im Kilt, ne? Und dem... Ja, stimmt. Das N ist ja auch noch hier oben im Kern an vierter Stelle. Also Köln wäre so eine Antwort, die komplett falsch wäre. Oh, hallo, wer ist denn da? Hallo? Hat's gerade geklingelt oder habe ich mir das eingebildet? Es hat geklingelt, warum ist denn da keiner dran? Ach Mensch, was machen Sie denn nur? Wenn ich mich melde... Oder Sie meine Stimme im Telefon hören, dann wissen Sie doch, Sie haben es geschafft. Immer aufs Telefon hören, nicht auf den Fernseher hören. Jetzt starten wir nochmal. 3, 2, 1, es gibt's nicht. Los! Es liegt nicht an den Leitungen bis jetzt. Das ist ja schon mal was. Vor der 100er reingefallen ist, hat's auch geklappt. Ja, der magische 100er. Oh, herzlich willkommen. Wer ist denn da am Telefon? Servus, das ist der Jürgen. Jürgen! So, jetzt kommt's auf dich an. Wir spielen jetzt die letzte Runde. Wenn du löst, was kommt raus? Club. Club. Das L an zweiter Stelle. Mach den Club kaputt. Und ich würde Club immer mit C schreiben eigentlich. Aber wir hätten es jetzt gelten lassen, wenn es passen würde. Passt aber nicht. Mann, Leute. Oh, 3, 2, 1. Los! Geldband läuft wieder. Und Sie laufen jetzt auch ran ans Telefon. Tun Sie was. Jetzt ist der 100er gleich drin. Gleiche Regeln wie beim Platzhalterspiel mit B vorne. Nur, dass man leider bei B ganz, ganz viele Worte im Kopf hat und hier nix. Oh. Tatsächlich. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist die Sandra. Sandra, welche Lösung passt mit K? Kurz. Kurz. Ja. Nein. Es sieht auf den ersten Blick so gut aus, aber ihr müsst doch wirklich jetzt jede einzelne Stelle durchkontrollieren. K-U geht, das R an dritter Stelle steht hier oben. Das ist nicht erlaubt. Das Z hinten natürlich ginge. Soll ich jetzt nochmal starten? Einer hier bis jetzt. Wer ist der Erste? Oh ja, Sie haben es geschafft. Hallo, wer ist denn in der Leitung? Hallo? Hallo? Oh,
Also jetzt nochmal mit 10 Leitungen hier weiterspielen und ewig warten. Nee. Ich öffne Ihnen jetzt gleich. Achtung, hier mit einem Countdown. Zusätzliche Leitungen. Alle zusammen, die es besser machen wollen, wählen in 5, 4, 3, 2, 1. Und Achtung, ab jetzt nochmal 2 Zusatzgelegenheiten mit der 43 und der 47 im richtigen Moment. Landen Sie jetzt auch noch hier bei mir. Immer wenn ich dieses Lied höre, dann muss ich an so ein PlayStation-Spiel denken. Oder so ein Wii-Spiel oder so ein GameCube-Spiel oder was gibt's noch alles? Wii. Ja, habe ich schon. Tja, ich bin die Beste. Da bin ich auch schon ein paar Mal gegen die Wand gefahren. Können wir da zusammen auch fahren? Da gibt's doch diese Community. Da kann man dann gegeneinander. Ach so. Nee, wir sind auch noch nicht angemeldet. Aber ich habe schon die Geister geschlagen und so. Ja, ist gut, gell? Vor allem, wenn man dann raus hat, wie man die Stunts macht und die Sprünge. Nee, selber. Ich kann das nicht mit Automatik. Ich habe irgendwie einfach mal manuell angefangen, jetzt kann ich es nicht mehr anlassen. Ja, wir reden gerade über ein ganz, ganz tolles Spiel, das super viel Spielspaß bringt. Sehen Sie oft in der Werbung, aber da ich ja hier keine Werbung mache, sage ich es nicht. Namen. Man fährt da auf jeden Fall mit so einem Kart rum. Macht Spaß. Und das andere, dieses Fit-Ding, das habe ich mir noch nicht gekauft. Hat der Emil das letzte Mal erzählt, als er hier gezählt hat, das Geld, da hat er erzählt, er hat sich diese Fit-Platte gekauft für diese eine gewisse Konsole. 70 Euro oder 90 Euro kostet dieses Ding? 89,90. Finde ich zu teuer. Ich kaufe mir das nicht für so viel Geld. Gleich bekommen Sie jetzt den Scheck. 3.280 Euro. Natürlich netto und steuerfrei auf Ihr Konto. Ich will noch was anderes spielen. Das war meine Devise. Also jetzt bombardieren Sie. Ja, ja. Sie haben die Leitung bombardiert. Oh Gott. Hallo, wer ist denn in der Leitung? Hallo, hier ist Tina. Ina? Tina. Ah, okay. Auch gut. Was passt da rein? Also ich habe 2 Antworten. Oh, perfekt. Also, aber sag die eine, bei der auf keinen Fall ein Fehler ist. Krug. K-R-U-G. Krug. Ja. Sehr gut. Und der Kuss wäre auch gegangen, der gell? Kuss, genau, ja. Sehr gut. Das heißt 3.280 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das war's. Ja, gewonnen. Super. Jetzt bleiben Sie am Telefon, dann kommt das Geld zu Ihnen nach Hause. Mensch. Super. Es hat funktioniert. Dranbleiben und viel Spaß damit, ja? Tschüss. Oh, ich kann noch was spielen, oder? Ja, wir spielen noch was. 3, 2, 1, los. Klasse ist das. Bitte schön, tschüss. So, unser Franz, der bekommt jetzt eine Gewinnbestätigung und bekommt dann das Geld netto und steuerfrei aufs Konto. Eventuell sind Sie ja morgen dran, dann mit der Sandra um 12 Uhr. Unbedingt einschalten, dann erfahren Sie mehr. Tschüss, bis dann. Ha ha ha.